Hallöchen. Da sind wir wieder in der Stadt der Kleriker. Ich bin... Moment, das ist unbedingt falsch. So, wir hatten die erste Mission angenommen. Wo auch immer die jetzt angezeigt wird. Nein, das war die falsche... Alice-Mission? Okay. Ja, ich habe die falsche Mission... Obwohl, das ist die Wüstenstadt und das ist die... Ach ja. Okay. Gott, diese Welt ist groß, verdammt. Nein. Okay, Idan, das können wir eigentlich schließen. Ab besser... ja, okay. Aber besser war die andere Stadt. Ignadon, der Lieferant. Ah, warum nicht? Gott, oh Gott, warum sind die komischen Figürchen denn so laut? Das ist echt merkwürdig. Also diese... Okay. Wow, ich dachte, da wäre eine Treppe. Junge, direkt in den Stream rein und voll versaut. Ich dachte, da wäre eine Treppe. Jetzt nicht. Ja, schon klar. Was haben wir hier? Sieht ja wieder aus wie eine... Ich merke sofort, wenn hier was fehlt. Ups, das ist eine Privatwohnung mit dem Besitzer direkt vor der Tür. Sehr schön. Da gehen wir natürlich auch direkt rein und klauen alles. Nee, sicher nicht. Haben wir hier wieder eine Privatwohnung. Oh. Nee, Moment. Aha. Das war einfach, man muss... Zu einfach. Meist geht man nur nach hinten und nach vorne. Achso. Man muss sich ja beeilen. Und da ich eh alles tragen kann, nehme ich auch alles mit. So, Moment. Da oben steht ein Trank. Okay. Und da ist nichts. Mal sehen, was wir hier haben. Aha, das Badezimmer. Ah. Bett schlafen oder... Oh, eine Stange Zigaretten. Wird man normalerweise übersehen. Wenn man nicht die Eigenschaft hätte, da durchzugucken. Na gut. Der will gucken, wo der Handel mit dem... Ich mein, Elex? Nee. Okay. Hallo Mücke. Ja, verzieh dich zu meinem Scheinwerfer, ist mir egal. Dann, oh, was? Nein, ich hab doch die. Ah, Y. Ich habe wahrscheinlich die falsche Taste gedrückt. Geht trotzdem in die richtige Richtung. Merkwürdigerweise. Ich glaube, es wäre ganz klug, sich hier mal außerhalb ein bisschen umzusehen. Ich meine, hier ist zwar der Teleporter, an dem ich angekommen bin, aber was ist das denn? Waffenschrein. Oh, da kann man bestimmt Waffen aufladen. Bist du etwa die Verstärkung? Welche Verstärkung? Verdammt, wo bleiben die denn? Ich warte jetzt schon eine Ewigkeit darauf, dass die Leute aus dem Hort mir helfen. Wie soll ich denn Handel treiben ohne Waren? Kannst du mir das sagen? Du bist Händler? Ja. Also momentan nicht. Alles, was ich habe, behalte ich erstmal für mich, bis ich meine Waren zurück habe.
Ein Händler, der seine Waren verliert, das stinkt doch. Wenn man mich anhören würde, wüsstest du, dass hier rein gar nichts stinkt. Mhm. Warum hast du keine Waren mehr? Weil mein Karren von Monstern angegriffen wurde. Und jetzt habe ich keine Waren mehr, mit denen ich handeln könnte. Bei der Flucht vor den Biestern habe ich auch meine gute Waffe verloren. Das heißt, ich kann mich mit dem Schrottteil, das ich noch habe, nicht mal ordentlich wehren. Hier, pass mal auf. Du willst doch bestimmt in den Hort der Kleriker, oder? Wenn du mir hilfst und mir meine Waren wiederbringst, dann sorge ich dafür, dass du in den Hort kommst. Was hältst du davon? Ich war bereits im Hort der Kleriker. Wenn das so ist, bin ich natürlich auch bereit, dich angemessen zu bezahlen, wenn du mir hilfst. Ja, ich bringe dir deine verlorenen Waren. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Auf die Kleriker im Hort ist einfach kein Verlass. Ja. Wer weiß, wann sie mir endlich geholfen hätten. Wo finde ich deinen Handelskarren? Wenn du von hier Richtung Nordwesten gehst und an der Straße weiter Richtung Westen folgst, solltest du ihn relativ schnell finden. Relativ schnell finden. Was ist das denn hier? Als ob die überall ihren Müll rumliegen lassen würden. Guck mal. Feuerteufel. Was auch immer das ist. Ein A und ein... Merkwürdig. Na gut, ist ja eigentlich die falsche Richtung, aber da hinten sieht es interessanter aus. Dieser... Oh, die... Oh ne, ist ein kleines Haltkraut, okay. Hier sind Metallpfosten und Vögel. Vielleicht haben wir hier irgendwie... etwas, was wir... nehmen können? Ich weiß es nicht. Trockenfleisch. Schön. Ich habe Trockenfleisch für den komischen Kerl gefunden. Das hier war ja mein Problem, dass ich im Moment kein Trockenfleisch gefunden habe. Oh, da ist noch eine Pflanze. Übersehen. Da sind auch noch welche. Ich muss die echt mal einsetzen, um hier... Ich muss erstmal Alchemie lernen. Das war ja die Krux an der Sache, dass ich bisher noch keine Alchemie hatte. Oder gelernt habe. Wie auch immer. Wahrscheinlich fehlt mir dafür auch noch Geschicklichkeit oder sowas. Okay, da oben sitzt einer. Überraschen wir den mal. Was ist das denn hier? Ist das ein Lager? Mana. Wieso liegt hier denn Mana? Hoppla. Metallschrott. Elektroschrott. Ich kann nicht den Rucksack durchsuchen. Das ist interessant. Hätte ich auch den krieg ich irgendwie. Eisenerz. Oh. Okay. Hätte ich wahrscheinlich auch noch übersehen. Das Klebeband kann ich auch nicht aufheben. Hör mal, ich weiß, was du jetzt sagen willst. Wer bist du? Was machst du hier? Zeig mir deine Ware oder so einen Kram, aber nix da. Wir beide haben keine Geschäftsbeziehung, wir sind keine Freunde und werden auch nie welche sein. Also such dir einen Punkt am Horizont und abmarsch! Lass uns handeln. Mit dir? Nö. Ich handle nur mit einem ausgesuchten Personenkreis. Du zählst nicht dazu. Überhaupt was er mit Handeln zu tun hat. So, wollen wir doch mal sehen. Ups. Du mieser Dieb! Lass mich doch! So. Ist die Frage, brauchen wir Shorty noch? Ist halt wirklich die Frage, ob wir Shorty noch brauchen. Ich hätte vorher mal speichern sollen, tatsächlich mal wieder. Oh, direkt hinter ihm.
Ups. Du mieser Dieb! Okay. Das war merkwürdig. Also... Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ich den beklauen kann, ist jetzt zumindest bei dem Gegenstand recht gering. Und da ich noch nicht zwei Gegenstände klauen kann, ist es wahrscheinlich auch nicht gut, wenn ich es versuche. Hä? Sollte... Genau, ich will doch unbedingt mit dem reden. Es ist die Frage, was für Viecher und kann ich sie besiegen? Ich bin nicht ganz sicher, was das für welche sind. Handeln die zu dritt? Das wäre ein bisschen doof für uns. Das Vieh mache ich platt. Zu zweit, okay. Ein Reißer. Gucken wir doch mal, dass wir vielleicht erst einen platt machen. Okay. Komisch, dass sie den einfach erledigt haben. Das wundert mich ein bisschen. Der Kerl da unten ist auch noch stark. Vielleicht kriegen wir die ja dazu, den zu triggern. Wow. Das war knapp. Okay. Ist getriggert. Ist das andere Vieh da? Jetzt gehen wir mal von hinten ran. Gucken, ob wir denen da ein bisschen helfen können, bevor der auch noch stirbt. Heftig stark. Und ihn hat es auch noch erwischt. Also. Könnte an meinem mangelnden Talent fürs Kämpfen in diesem Spiel liegen. Wer weiß. Naja. Dann machen wir uns einfach mal direkt auf in Richtung der Quelle, wo wir eigentlich hin sollten. Oh, da hinten ist noch ein Tisch. Gut, dass wir da mal nachgeguckt haben. Naja, und sobald ich alles aufgehoben habe, ist er zu sehen. Und dann würde ich ihn als nächstes anklicken. Okay, an dem Ding Elektroschrott versteckt. Ist auch interessant. Okay, das scheint hier eine... nicht. Ist das eine Verteidigungsstelle von den Klerikern? Wäre ein bisschen merkwürdig eigentlich. Oh. Und das war einfach. Das war wirklich einfach. So. Zigaretten. Haben wir noch irgendwas? Scheint nicht so. Was ist da oben? Ach, das sind Scheinwerfer. Okay. Mal sehen, was wir hier haben. Pflanze. Alte Münze, Metallschrott. War das Giftresistenz? Trockenfleisch. Zigarettenschachtel. Lexit. Und Schwefelbrocken. Haben wir hier hinten irgendwo noch was? Na gut. Ich nehme mal an, dass das nicht sein Karren ist. Sein Karren ist kein Auto. Hm,